Reisfolienprägung auf Produkte zu machen oder drucken zu lassen, ist eine ganz, ganz tolle Sache, um Produkte einfach aufzuwerten. Und ich denke, jeder von euch findet das auch ganz toll, wenn man im Laden Produkte in der Hand hat, die wirklich, wenn man drüber fährt, eine ganz tolle Prägung haben, die glänzen, Metallic-Optik haben. Und man kann damit Gold, Silber oder Roségold oder Bronze zum Beispiel ganz tolle Effekte erzielen. Es ist nun mal aber so, dass man dann eher... Also man muss halt eine große Stückzahl in der Regel drucken lassen, damit sich das auch rentiert, beziehungsweise auch man muss dann beim digitalen Anlegen auch wirklich Druckerfahrung, Druckwissen haben, um so eine Druckfolien, so eine Heißfolienprägung auch zu veranlassen oder auch anzulegen. Hier möchte ich euch jetzt einmal zeigen, dass man mit dem Foil-Quill-Pen, das ist einfach ein ganz cooles Tool, den gibt es in drei verschiedenen Strichstärken. Ich habe jetzt die kleinste, die schmalste Strichstärke, der ist ganz dünn, dann gibt es noch mittel und dick. Und mit dem, der wird ganz doll heiß und mit einer Folie, mit einer hitzeaktiven Folie, die wir draufpacken, können wir dann im Prinzip unser Motiv, wie wir es gerne möchten, egal was, tatsächlich auf Papier, auf Leinen, das ist jetzt hier ein Leineneinband, oder aber auch auf Lederimitat zum Beispiel, Heißfolienprägung draufbringen. Ich habe mir nämlich für ausgesucht, meinen Kalender, den hat die liebe Doreen von Dreiviertel Art für mich handgebunden. Ihr schaut gerne mal in ihrem Shop vorbei. Ich habe ihn euch verlinkt. Dort könnt ihr Kundenaufträge, ganz spezielle Wünsche bei ihr aufgeben, beziehungsweise auch in ihrem Shop mal stöbern. Sie bindet alle Bücher, Notizbücher, Kalender komplett von Hand. Also das ist wirklich ein ganz tolles Handwerk, was sie macht. Und da kann man dann auch seine eigenen Kundenwünsche mit eingeben. Ansonsten habe ich dann hier noch ein Aquarell-Skizzenbuch, was ich auch noch verschönert habe. Und genau, auch mein Kalender. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe. Für die Goldfolienprägung brauchen wir etwas, worauf wir prägen wollen. Das heißt, ihr könnt dafür Lederuntergründe, so Leineneinbände eignen sich super, wie zum Beispiel von Notizbüchern, aber auch ganz normales Papier, Pappe. Das funktioniert auch ziemlich gut. Dann natürlich den Foil-Quill-Pen und wir brauchen hitzeaktive Folie. Also nicht irgendeine Metallic-Folie, sondern wirklich die hitzebeständig, hitzeaktiv ist, wo wir das dann einbrennen können. Wir brauchen Backpapier, ein Bleistift, Masking Tape und natürlich auch irgendwie vielleicht noch eine Powerbank oder eine andere Stromquelle. Der Foil-Quill-Pen hat nämlich einen USB-Anschluss und den kann ich jetzt hier an meine Powerbank oder ihr schließt sich an den Laptop oder an einen Stromstecker an und dann kann ich ihn damit heiß machen. Ich bereite aber erstmal vor und dann können wir quasi mit der Hitze starten. Ich nehme mir mein Backpapier. Ich habe hier schon angefangen, eine Blüte drauf zu malen. Ich halte das erstmal ganz einfach, das Motiv. Und zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie ich das aufbaue. Also auf die Größe. Ne, das ist wichtig natürlich, dass hier das Motiv genauso groß ist wie die vorgegebene Fläche, die ihr habt. Und ich male einen weiteren Kreis. Und dann ungleichmäßige Blütenblätter drumherum. Auch wieder ein Kreis mit etwas Abstand zu den vorigen zwei Blüten. So. Und hier kommt auch noch ein Stiel. Und hier, dann haben wir hier Blätter. Das sind so spitze Ovale im Prinzip. So, und dann hier haben wir nochmal etwas anderes mit kleinen Kugeln. Kugel, einen kleinen Stiel. Kugel, Kugel. So. Und hier oben kommen auch ein paar Kugeln an Stielen heraus. So, so, so. Hier haben wir noch mal ein Blatt zwischendrin. So. Da ich zwei Notizbücher beschriften werde, zeige ich euch auch noch, dass man auch lettern kann tatsächlich mit dem Stift. Und das schreibe ich mir jetzt hier auch auf das Backpapier vor. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch verschrieben habt, einfach wieder wegradieren und neu schreiben. Und zwar schreibe ich hier drauf, wilder Wunder Wahnsinn. Ich habe jetzt nochmal Wunder geschrieben statt Wahnsinn. So, und so sieht's aus. Und dann kann hier noch ein Strich drunter.
Und das wird für das zweite Notizbuch. Das lege ich aber erstmal beiseite. So, ich habe hier ja schon eine Prägung. Das ist eine Roségoldprägung. Das heißt, ich werde auch weiterhin hier mit Rosé arbeiten. Das lege ich mir hier auf mein Notizbuch, da wo ungefähr das geprägt werden soll. Wichtig ist jetzt hier, dass das Motiv vom Backpapier, ne, dass das hier auch auf die Folie drauf passt. Also ihr könnt das ja durchschimmern sehen, das ist ganz gut. Und ich schneide mir hier aber das noch ein bisschen zurecht, damit ich das gut festkleben kann. So. Masking Tape klebe ich jetzt hier das Papier so fest, dass es einfach nicht mehr verrutschen kann. Das ist wichtig, ne? So, festgezurrt. Der Vollquillpen bekommt jetzt Strom. Und der wird jetzt erstmal ein bisschen heiß, das dauert gar nicht lange, also wirklich nur ein paar Sekunden. Dann wird der ganz heiß und dann vorne die Spitze, das ist nämlich die Spitze, die wirklich sehr, sehr heiß wird, die dann bitte nicht mehr anfassen, sobald ihr den in den Strom gesteckt habt. Das seht ihr dann, dass er quasi funktioniert und dass er Hitze abgibt, ist, wenn diese kleine Lampe hier leuchtet. Und dann könnt ihr im Prinzip den Stift verwenden wie einen ganz normalen Stift. Also ihr könnt jetzt dann einfach loslegen und euer Motiv nachzeichnen, die Bleistiftlinien, die ich ja hier auf mein Backpapier draufgepackt habe. Genau, wichtig ist auch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, dass die Folie mit der glänzenden Metallicseite nach oben draufgelegt wird. Nicht so rumlegen mit der matten Seite, sondern wirklich mit der Metallicseite nach oben. Ihr habt es ja gesehen, wie ich es auch gemacht habe. Und jetzt wirklich gar nicht zu schnell arbeiten, sondern wirklich auch der Hitze Zeit geben, um durchzudrängen. Solltet ihr das wirklich das allererste Mal machen, bitte entweder erstmal auf ein Probestück probieren, damit ihr ungefähr so ein Gefühl bekommt, wie viel Hitze ihr abgeben müsst oder könnt. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ist ganz vorsichtig hier jetzt schauen, einmal so drunter gucken. Na, also hier sieht man schon, dass das so abgegeben wurde und dass es hier durchgedrungen ist. Zu müssen oder Druckdaten erstellen zu müssen. Na, das Einzige, was wir brauchen, ist so ein bisschen Handwerkszeug, das wir selber zeichnen können. Und genau, auf diese Art und Weise mache ich jetzt auch mein Lettering. Und zugeguckt habt und ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare. Wichtig ist wirklich ganz, ganz langsam arbeiten und der Stift muss wirklich gut heiß sein und dann sollte das für eure eigenen Projekte auch gar kein Problem sein. Ich freue mich auf eure Ergebnisse. Bis dahin. Tschüss.